Der Frühling beginnt, den Winter zu unterwiegen. Siehst, wie es der Reno in andere Hitten erzieht. Hallihallo! Wir kümmern uns heute um die biologischen Dünger, weil wir wollen schauen, dass wir so wenig wie möglich chemische Dünger einsetzen. Heute haben wir einen recht interessanten Dünger, vor allem einen köstlichen Dünger vom Ursprungsprodukt, nämlich Kaffeesud. Der Kaffeesud enthält Kalium, Stickstoff, Phosphor und viele weitere Bestandteile, die den Pflanzen gut tun. Wie macht man es? Man macht einfach etwas von dem Kaffeesud rund um die Pflanze streuen, dann gut eingießen. Und noch weitere wichtige Infos zu allen möglichen Düngern erhaltet ihr jetzt. Als erstes die Mikroorganismen. Die Mikroorganismen gibt es überall in der Umwelt und ganz besonders viele davon in einem intakten Boden. Die Mikroorganismen sind ein wertvoller Dünger für Blumen, Gemüse und auch den Rasen zu pflegen. Schachtelhalmextrakt ist gegen Ungeziefer. Besprüht man die Pflanze und hilft so auf biologische Art, diese Viecher zu beseitigen. Das gibt es auch in einer Lösung, das gibt man hinein in eine Gießkanne, einen Fingerhut voll und gießt ein-, zweimal in der Woche, damit seine Blumen, und sie danken es uns dann mit einem wunderschönen Wuchs. Brennnesselextrakt ist eigentlich das wichtigste Mittel im Garten. Mit der Brennnesseljauche kann man düngen und kann man auch Ungeziefer bekennen, so wie zum Beispiel die Blattläuse. Man wischt in einem Mischverhältnis von 1 bis 10 und gibt einen Spritzer Spiritus dazu und besprüht dann seine Pflanze fest damit ab. Der einzige Nachteil ist, man muss es halt öfters in der Woche machen, weil sie ja nicht so die Wirkung haben wie von einem Spritzmittel. Während wir warten, dass die Brennnesseljauche fertig wird, das wird so ungefähr 2 bis 3 Wochen dauern, können wir die Brennnessel noch anders nutzen. Wir haben gelesen, man kann sie auch einfach mit Wasser, ein bisschen Wasser pürieren und dann diesen Matsch auf die Erde auftragen. Somit kommen die Nährstoffe auch direkt in den Boden. Das war's für heute von unserer Seite. Ja, ich hoffe, ihr habt viel gelernt über biologische Dünger und lasst jetzt auch die Finger weg von den chemischen. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Ja, im Schrebergarten, da bin ich.